Wir sind jetzt über dem Tagebau Hambach. Das größte Tagebau, 400 Meter tief, ein riesiges Loch, wo unten drin ein bisschen Kohle liegt, die man dann gewinnt. Man muss Millionen und Abermillionen Kubikmeter von Erde erst wegschaffen, um an die Kohle ranzukommen. Man sieht hier von oben auch die Dimension. Dieser Tagebau ist mehrere Kilometer lang und mehrere Kilometer breit. Die riesigen Bagger, die wirken in dem Loch wie Spielzeugbagger. Das zeigt einfach auch die Dimension. Man muss sich einfach vorstellen, dieses Loch, das war nicht immer ein Loch. Hier war mal einmal das eines der größten naturnahen Waldgebiete Mitteleuropas, der Hambacher Wald mit alten Eichen, tausende Jahre alt. Man hat dieses Waldgebiet komplett abgeholzt, bis auf einen winzigen Rest, um an die Kohle ranzukommen. Nur um ein paar Kilowattstunden Strom zu erzeugen, hat man hier eines der wertvollsten Naturgebiete, eines der wertvollsten Waldgebiete Mitteleuropas zerstört. Das ist eigentlich völlig unverantwortlich, besonders wenn man bedenkt, dass die Kohleverstromung absolut ineffizient ist. Am Ende 60% oder 70% der Energie aus der Kohle restlos verschwinden und natürlich dann das CO2 am Ende die Ursache dafür ist, dass sich unser Klima erwärmt und wir weltweit Klimakrise haben, Menschen in der Südsee ihre Heimat verlieren, wir steigende Meeresspiegel haben, schmelzende Gletscher. Das alles wird hier verursacht. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass so etwas mitten in Europa, in Deutschland, in einem der dicht besiedelsten Gebiete stattfindet. Das ist etwas, was man vielleicht auf anderen Kontinenten vermuten würde, aber dass eine solche Landschaftszerstörung, ein solcher Raubbau an der Natur stattfindet, obwohl es längst andere Alternativen gäbe, den Strom zu erzeugen, wie die Windenergie, die inzwischen auch hier im Rheinland ausgebaut wird, das ist eigentlich ein Unding. Und das zeigte, dass wir nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, das auch, weil vor allen Dingen das CO2 macht die großen Probleme, aber dass auch mit dieser irrsinnigen Landschaftszerstörung Schluss sein muss. So, wenn man jetzt hier über den Tagebaurand hinausguckt, sieht man noch ein kleiner Rest des Waldes. Das ist der winzige Rest, der vom Hambacher Wald noch übrig ist. Die Bürgerinitiativen, viele Menschen, die gegen die Kohle protestieren, fordern, dass wenigstens dieser kleine Rest des Waldes noch erhalten wird, damit ein Stück noch da ist, ein Rest der Natur am Ende auch für kommende Generationen noch da bleibt. Aber auch das, was heute noch hier bewaldet ist, will RWE weiter abbauen. Dagegen protestieren Menschen, so beispielsweise auch am kommenden Wochenende, am 26. August, die Rote Linie. Da sagen wir, da sagen alle die, die mit dieser Politik des Energiekonzerns RWEs und der Politik der aktuellen Landesregierung und der Bundesregierung, die weiter Kohle fördern, die damit nicht einverstanden sind, dass hier an diesem Wald Schluss gemacht wird. Wir sagen, da, wo die alte A4 ist, das kann man jetzt unter uns sehr gut sehen, da muss Schluss sein, da muss der Braunkohleabbau endlich aufhören, damit wenigstens der winzige Rest von Hambacher Wald erhalten bleibt.